Hallo. Das ist ein Freund von mir, der Chris. Tag. Grüß euch. Und wo habt ihr euch kennengelernt? Beim Putzen. Erst wollte er sich aufhängen und dann aus dem Fenster springen, weil er angeblich 158 Millionen Euro veruntreut hat. Ich glaube, er ist unschuldig. Also zumindest was das betrifft. Also was du immer für Geschichten erfindest. Das hat schon als Kind können. Ja. Ah, da ist er, der Verbrecher. Na kommen Sie, essen Sie was mit uns. Schön haben Sie es hier. Bei uns wird es immer schwerer. Wir haben ja immer gehofft, dass die Kammer mal, aber es soll halt nicht sein. Es wird schon werden, Papa. Das wirst du sehen.